Und hier sind 30, 40 Haufen. Deswegen kannst du, deswegen schaffst du ja, es nie in einem, Tage, in einem, ja, in einem Rutsch alle rauszuholen. Ja, okay. Da werden immer wieder solche sein, die so klein sind, dass du die nicht siehst. Wenn sie sich reinbohren, sind die ja so mikroskopisch klein, dass es auch gar nicht wehtut. Der Hund merkt das ja nicht. Ja, ja, genau. Anders wird es ja auch gar nicht funktionieren. Genau. Deswegen ist es auch in dem Moment halt nicht mehr übertragbar, wenn die schon so groß sind. Dann können sie sich nicht mehr reinbohren. Aber es ist gut, dass er noch gefressen ist. Ich meine, das ist ja schon mal eine gute, gutes Vorzeichen. Der war ja auch eigentlich, glaube ich, ganz lieb. Jenny, hast du schon welche rausgeholt hier oder nicht? Oder was? Ja. Hm? Oh, guck mal, hier sitzen sie wieder welche rein. Ja, ich glaube, wir hören langsam auf. Irgendwann hat man auch die Schnauze voll. Ja. Und was mache ich, wenn der mal Lessen macht beim Wurm rausdrücken? Wenn der was? Wenn der mal Lessen macht, also wenn er. Nee, wie gesagt, nach 2 Tagen muss ich den eh wieder sehen. Dann können wir es wieder zusammen machen. Ja. Und dann kann man ruhig auch wieder schlafen legen. Weil das tut ja doch ganz schön weh, wenn man so viele Würmer hat. Und wenn man sowieso schon so eine Angst hat vor Menschen und dann nochmal trätiert wird mit Würmer ausdrücken. Deswegen habe ich es auch gelassen, ich dachte mir, komm. Nee, das war die richtige Entscheidung. Ich war gerade auf dem Weg nach Hause. Genau. Ich war wirklich gerade. Ich wollte Foto beim Turntable absetzen. Wir hatten die Türklinke in der Hand und Telefon. Sorry. Juhu.